Das ist der zweite, den man kaufen muss. Und bin der Richtige? Ah. Der ist es. Der erste ist es. Zurück. Zurück. Bestes Weizenstroh. Und natürlich die beste Silage. Ist aber teuer hier. Ich hatte mal Mini erzählt, meinen ehemaligen Arbeitskollegen, was hier Silageballen so kosten, was wir kriegen, ne? Hat er mir gesagt, naja. Wenn du Glück hast, kriegst du gerade mal 30 Euro pro Ball. Was kostet dein Spiel? Das Silage kostet 2000 €. Da werden sie sich in Kritik freuen. Naja. Ein Fußballhändler so mit alles und dann schlagen er meistens zu, ne? Übrigens muss Heu und Strohball in unser Dach bringen, weil Regen geht. Kleiner. Ja, das weiß ich. Da löst sich praktisch auf. Außer du hast einen Hänger drauf, dann geht's auch noch. Ne? So, Joe, jetzt wollen wir gleich mal einen Dings bauen. Keine Mischung, glaube ich. Aber das ist ein Problem. Wir haben keinen Platz. Vom Ofen. Wo baut das hin? Frage. Ich habe so eine hübsche Landschaft. So. Mal schauen. Oder mit einer gespannt und Leute kostet nicht Geld. Aber ich müsste eigentlich eine haben normalerweise, da brauche ich noch einen Radlader mit zum Aufladen dran bereit. Arbeiten. Kostet Geld. Aber die erste Scheiße wird sich ausreißen.
unseren Tieflader, also vielleicht, dass ich gleich da reinkomme. Ich baue das hier vorne. Okay. Ich würde mal zur Bank gehen. Das Geld rein. Bin ja schon pleite. Was gibt mir die Bank? Nicht viel, ne? Bis vor der Kost, glaube ich, mit viel Geld. Kommen 300.000, 350, 400.000. Gebäude. Wir haben ja alles da. Mischfutter kostet 245. Aber ich brauche einen Platz, wo ich hinstellen kann. Wo das nicht stört. Ich habe mal Global Company. Muss ich mal aktivieren. Zurück. Das hat sich nur ganz kurz streng die Energie. Und wir bleiben überall platzieren, aktivieren. Sonst geht's nicht. Dann meldet der Collie und Collie ist schlecht. Was meint ihr? Genau da vorne hin? Da müssen wir planieren bei der BGH ein bisschen. So. Angleichen. Oder planieren. Machen wir den Kreis größer. Maximum. Oh, das Geld fließt so aus der Hand. Beim Planieren, gell? Ja. Aber ich muss es vorher planieren, sonst hast du ja so ein riesiges Ding zu stehen. Und weiß nicht wohin. So. Euer Versuch. Aber ich weiß ja selber, wenn ich jetzt so ein Ding jetzt nicht baue, ich werde es spätestens ein, zwei Tagen bereuen. Weil die Menge, die ich brauche, ist ja ungemein viel. Da ist es klug, man baut es gleich. So, steht! Jetzt können wir mal einen schönen dicken, fetten Heuball, Strohball, Glasball dahin bringen. Ja, das ist überhaupt ein Weg, den wir nicht mehr zwar. Die Birke gibt nicht nach. Aber wenn ihr mal erkennt, was er kommt, an dich. Kriegst du. Schieben wieder weit. So, da sind wir. Ich habe gestern ein Gedicht gehört von Heinz Herr, der dann so sagte, in der Riviera, in den Hotels,
neigen ja die alten bekannten dicke Rohre ins Meer zurück. Man sagte eher so, das nennt man auch, ist auch Kotasyl. Oder wie zum Schachspiel. So, wollen sie ihm das beibringen? Da haben sie ihm gesagt, sie muss einen Schach machen. Da hat er auch getan. Da hat er mal gefragt, ob sie es ernst meint. Da hat er einen Schach gemacht. Oder hier Heinz Erhard, wo er ihn fragt, was er so sammelt, ne? Und dann sagt er so, naja, wenn ich sie so anschaue, fällt mir direkt ein. Holz, ne Quatsch, ne, Altpapier, Lumpen und Schrott. Das wurde ja bei uns früher gesammelt und zweimal im Jahr kam der kleine LKW und hat es abgeholt. Da gab's Geld dafür. Du musst alles Land kaufen, oder wo der Hof drauf steht. Ja. Weil ich konnte, also ich konnte die Kühe trotzdem kaufen. Nein. Und dachte erst, dass ich das Wasser geben muss, Fehler haben. Tierhaltung. Da haben wir ja, wenn ich Pech habe, muss ich im Stall reinfahren und dann haben wir, der Einfach reicht auch aus. Kaufen. Ich bin reich. Du hast den Wald neben deinem gekauft. Ja, passt eh. Er hat's getan! Nein! Ich hab eh kein Geld dafür zu kaufen. Ich muss jetzt Bäume fällen. Ich habe den Harvest jetzt geliebt, ey. Ja, werde ich auch noch zusammen. Wäre so teuer. Später kann man sie nicht kaufen. Aber ich habe dafür einen Transporter. Und einen LKW.
Kühe am Hunger. Das heißt, du für den Dieblader den Goldhofer. Ja. Der Kostenkühe. Ja, wir haben so einen Platz zum Umbauen. Ach, ohne zu. Ach so, ja gut. Ja, später mache ich den Ding hoch. Wenn wir mal Reifen machen, wir es hier mit dem Reifen. Ist ja besser. So, schau ich mal, dass ich den abgibt. Thank you.
wieder Regen, ne? Ja, so haben wir schon gewöhnt. Ich gucke mal, ob ich mal kommen, nach Landkampf, dann werden wir.